Spätestens jetzt wird schlagartig klar, was die Sibagaigi-Versuche eigentlich bedeuten. Der Basler Chemieriese. Umsatz jährlich 22 Milliarden Schweizer Franken. 94.000 Mitarbeiter. Jeder Mitarbeiter verkauft statistisch für 235.000 Schweizer Franken Chemie im Jahr. Forschung am und mit dem elektrostatischen Feld heißt, mit den Augen des Chemiekaufmannes gesehen, muss heißen, sägen am Ast, auf dem man sitzt. Denn die Forschungsergebnisse zeigen, es geht auch ohne Chemie, zumindest in einigen Bereichen. Was bedeutet jetzt für Sie als Wissenschaftler, als Forscher, die Forschungsergebnisse, dass Sie quasi können leben von Jahrmillionen heute wieder aktivieren? Ja, das, was die Bedeutung da drinnen könnte sein, ist, dass man hier Erbmerkmale, die durch Zucht oder durch Degeneration verloren gegangen sind, wieder können vorholen und wieder können aktivieren. Der in diesem Zusammenhang bisher spektakulärste Versuch bei Sibagaigi. Diesmal mit ganz gewöhnlichen, überall käuflichen Regenbogenforellen. Im Labor werden dem Weibchen die Eier entnommen. Diese Eier werden künstlich befruchtet und anschließend für 4 Wochen einem statischen Elektrofeld ausgesetzt. Versuchsanordnung wie vorher bei Farn, Weizen und Mais. Thomas, wenn er alle da. Herbertswil bei Solothurn in der Schweiz, ein Fischzuchtbetrieb. In einem der Fischzuchtbecken die aus der Behandlung im elektrostatischen Feld hervorgegangenen Tiere. In einem anderen Becken die unbehandelten, normalen Forellen. Gleicher Ursprung, unterschiedliche Fische, der Beweis. Herkömmliche Regenbogenforellen, bekannt aus Fischgeschäft und Restaurant. 2 bis 4 Jahre alt, sie bewegen sich langsam, sind fast zahm. Gleichalte Forellen, hervorgegangen aus dem Versuch mit den statischen Elektrofeldern. Sie sind ein Drittel größer, schwerer, fleischiger, kräftiger. Herkömmliche Regenbogenforellen. Farben nur schwach zu erkennen. Ober- und Unterkiefer sind nicht besonders ausgeprägt. Sie haben oft nur ansatzweise Zähne. Anders bei den Versuchstieren. Sie haben mehr und stärkere Zähne. Auffallend sind die kräftigen Farben. Bei ausgewachsenen männlichen Tieren ist der Unterkiefer wie bei Wildlachsen vorn zu einem mächtigen Haken ausgebildet. Die Fischuntersuchungsstelle der Eidgenossenschaft in Bern bezeichnete die Tiere als eine Urform der Forelle, die bereits vor 150 Jahren praktisch ausgestorben war. Eine naturwissenschaftliche Erklärung gibt es bis heute nicht, weder bei den Forellen noch bei den Pflanzen. Auch das eine wissenschaftliche Sensation. Wieder zeigt sich, wie vorher bei den Pflanzen, ein Interessenkonflikt bei Sibagaigi. Der Verkauf von Medikamenten für die Fischzucht, zum Beispiel Actomar, gehört zum Geschäft. Diese Forellen jedoch brauchen nichts, also kein Geschäft. Europäisches Patentamt in München. Vor 3 Jahren meldeten die Schweizer hier das Patent auf ihre Erfindung an. Anmelder Sibagaigi, Erfinder, die Gäste aus der Kurt-Felix-Sendung Guido Ebner und Heinz Schürch. In der Patentschrift heißt es, die vorliegende Erfindung betrifft ein neuartiges Verfahren, welches zu bleibenden, nützlichen und wünschenswerten Eigenschaften bei Fischen führt, die ansonsten überhaupt nicht oder nur mit erheblichem Mehraufwand erzeugbar sind. Durch die Einfachheit der Verfahrensmaßnahmen erfährt die Aufzucht von Süß- und Salzwasserfischen eine drastische Verbesserung. Als erstes stellt man eine wesentlich höhere Schlupfrate fest, wobei häufig eine Steigerung von 100-300% auftritt. Ganz signifikant ist ihre ausgesprochen hohe Überlebensrate. Dies wird umso deutlicher, wenn man auf jede medikamentöse Behandlung verzichtet. Hinzu kommt, dass die behandelten Fische bei gleicher Ernährung wesentlich rascher an Gewicht und Größe zunehmen und für den Verkauf als Speisefische zur Verfügung stehen. Unschlagbare Eigenschaften. Ungeahnte Möglichkeiten. Ja, liebe Zuschauer, das ist ein bedeutendes wissenschaftliches Ergebnis. Der Schweizer Chemieriese Sibagaigi tut, was er kann. Er stellte die Forschung ein. Das Patent ruht jetzt in den Schubladen des Europäischen Patentamtes. Nachahmung verboten. Nach dem Geschäftsbericht ist Sibagaigi weltweit die Nummer 1 beim Pflanzenschutz, Umsatz steigend.
Keine Experimente? Forelle blau, wie gehabt? Im Geschäftsbericht steht, das unternehmerische Handeln von Sibagaigi ist auf langfristige Existenzsicherung hin ausgerichtet. Von den beiden Forschern, die Sie sahen, ist einer mittlerweile pensioniert, der andere arbeitet in einer anderen Forschungsabteilung von SIBA. Es liegt nur nahe zu fragen, was sagt die Firma dazu, zur Einstellung der Versuche? Wir haben vergeblich um ein Interview gebeten, heute Nachmittag aber von der Pressestelle von Sibagaigi ein Telefax erhalten. Und darin heißt es, SIBA hat diese Untersuchungen inzwischen alle aufgegeben. Es sind keine weiterführenden wissenschaftlichen Arbeiten in diesem Gebiet unternommen worden, da sie sich nicht mit einem der Schwerpunktforschungsgebiete der Firma zuordnen lassen. Aus diesem Grunde werden in der forschenden Industrie viele, oft interessante Ansätze aus exploratorischen Projekten wieder fallen gelassen.